Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video, ein neues Vergleichsvideo. Ich habe mich heute für Pizza entschieden. Euer Top-Kommentar, weiß ich, war Hot Dogs Ikea gegen Discounter, kommt demnächst auch. Aber ich habe mich bewusst für Pizza entschieden, weil es ist einfach mittlerweile das beliebteste Fastfood der Deutschen geworden. Habe ich nämlich in einem Artikel der Welt gelesen. Es ist einfach gang und gäbe, diese TK-Pizzen. Die kennt jeder, die isst jeder gefühlt. Immer mal wieder, obwohl man weiß, alleine machen oder Selfmade machen ist besser. Aber wir gucken uns erstmal an. Wir haben heute 4 Produkte geholt. Ich habe einmal die von Rewe geholt, von der Hausmarke. Und zwar von Ja. Dann habe ich von Penny die San Fabio geholt. Die haben auch so geile Namen. So San Fabio. Dann habe ich von Lidl die Alfredo. Und von Aldi die Pizza A. Pizza, ah, so meinen die wahrscheinlich. So. Was geil ist für den Vergleich, Leute, was mir vorher gar nicht bewusst war, ist, als ich nämlich eingekauft habe, ist mir aufgefallen, die wiegen alle gleich. Also überall ist der gleiche Inhalt drin. Das ist so mal sehr, sehr geil für den fairen Vergleich. Und jetzt kommt's, die kosten sogar alle gleich. Alle kosten 3,59. Das ist richtig, richtig stark für den Vergleich. Was ich nachher vom Preis halte, sage ich euch später auch noch, wie viele Sterne ich da vergebe. Das Gute ist halt, dass man halt einen perfekten Richtwert zueinander hat. Dass man nicht sagt, okay, die Pizza kostet so und so viel, da muss man da und da runterrechnen, sondern die haben alle gleich viel gekostet. Ich habe mich für die Thunfischpizza entschieden. Wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, ja, Margarita ist neutraler zum Bewerten, aber ich finde gerade TK Margarita einfach schwach. Weil ich zu Hause persönlich hole mir auch ab und zu mal eine Margarita und schmücke die dann selber, belege die dann selber. Ich finde Thunfischpizza ist neben der Salami zum Beispiel ein sehr, sehr guter Richtwert zum Vergleichen. Salami-Pizza esse ich nicht, weil halt Schweinefleisch drin ist. Aber ich finde, Thunfischpizza ist auch eine sehr, sehr beliebte Pizza. Und wir gucken mal, der Nutri-Score ist bei jedem B. Das ist überall B, außer bei der San Fabio. Da steht nirgendwo was drauf. Alles, was so in die Richtung grün geht, ist, glaube ich, besser, weil ich glaube, das hat was damit zu tun, dass da mehr Nährwerte drin sind, Ballaststoffe etc. etc. Und alles, was so in die Richtung rot geht, ist so, ich sag mal, eher schlechter, gesättigte Fettsäuren, Zucker, bla 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 bla. Wenn ich falsch liege, könnt ihr gerne kommentieren. Ich lerne auch jeden Tag was dazu. Was mich auch verwundert hat, ist, dass 3 von den 4 Produkten beim gleichen Konzern hergestellt werden. Und zwar bei Freiberger Lebensmittel. Da steht immer hier hinten drauf. Und zwar ist es einmal die von Penny, die von Rewe, was natürlich sehr nahe liegt, weil Rewe 1989 Penny aufgekauft hat. Dann haben wir noch die Pizza von Aldi. Die ist auch von der Freiberger Lebensmittel GmbH. Die einzige, die sich abhebt, ist die von Lidl. Das kommt von Ospelt Food Establishment. Das sind so die Fakten über diese Pizzen. Ich würde sagen, wir machen 2 Runden, weil ich kriege keine 4 Pizzen gleichzeitig gemacht. Von der Zubereitung her sind sie alle gleich. 200 Grad Umluft, circa zwischen 10 bis 13 Minuten. Je nachdem, wie knusprig man sie haben will. Jeder mag sie ein bisschen anders. Einige mögen sie einfach ein bisschen weicher und einige mögen sie einfach richtig braun und knusprig. Ich bin eher von der zweiten Fraktion. Ich werde einfach jetzt die Mitte finden. Ich werde sie alle gleich reintun. Ofen wird gerade vorgeheizt. Und ich würde sagen, wir starten. Ich sag mal so, Lidl und Aldi sind schon die größten Rivalen. Und ich glaube, Rewe und Penny, auch wenn es ein Konzern ist, stellt man auch ganz gerne gegeneinander. Das heißt, ich würde einfach sagen, wir starten mit Penny und Rewe. So. Was mir noch gerade auch übrigens aufgefallen ist, die Aldi-Pizza ist die einzige Pizza von den allen, die keine Steinofen ist. Auch interessant. Mal gucken, ob sich das nachher bemerkbar macht. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir fangen an mit der Rewe gegen Penny. Gucken wir uns die mal an, wie die erstmal optisch aussehen. Natürlich in dieser Folie verpackt, wie man es kennt. Ich finde auch geil diesen Hinweis hinten auf der Verpackung. Bitte Folie abmachen, bevor man sie in den Ofen tut. Ich frage mich, gibt es wirklich solche Menschen, die mit Folie in den Ofen tun? Finde ich auch witzig. So, das ist die. Ich finde, der Rand ist sehr breit auch. Also es ist nicht so, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ganz großflächig belegt. Was ich geil finde, Thunfischpizza gehört für mich immer rote Zwiebeln drauf. Also da schon mal ein Pluspunkt von der Optik her. Und für den Geschmack später natürlich. Gucken wir uns mal direkt im Vergleich die San Fabio an. Ich habe ja die Befürchtung gehabt, dass die vielleicht komplett gleich sind, weil Rewe ja zu Penny gehört oder umgekehrt. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob das so ist. Tatsächlich sieht sie sehr ähnlich aus, Leute. Sehr ähnlich, also verdächtig ähnlich. Ne? Man hat hier auch diese
paar Kräuter, hier ein bisschen mehr, aber das ist, glaube ich, eher von der Produktion her. Der Rand nicht so ganz breit wie bei der, aber auf den ersten Blick sehen sie sehr gleich aus. Also ich befürchte, dass es wirklich die gleiche Pizza ist. Ich bin auch gespannt. Ich packe die jetzt auch mal direkt aus. Wir gucken uns die alle jetzt an, weil das interessiert mich jetzt. Die Lidl war ja nicht von dem Konzern, aber die Aldi. Mal gucken, ob die Aldi dann gleich aussieht. Ich liebe dieses Format, ich schwör's euch, ich liebe es. Ich gehe voll auf, ich weiß nicht warum. Ich mag diese Sachen. Ich habe das damals im Fernsehen immer geguckt und geliebt, wenn die Leute das verglichen haben und am Ende kam so die Bewertung. Hier sieht man auch, nicht so breiter Rand, also schön belegt, also komplett belegt bis zum äußersten Rand. Keine Zwiebeln bzw. weiße Zwiebeln, ich kann sie jetzt nicht ganz entziffern. Man hat ja auch Thunfisch drauf, die Kräuter, wenn man die jetzt zu den anderen legt. Bisschen anders optisch. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Aldi-Pizza genauso aussieht wie die anderen, weil die vom gleichen Konzern sind. Nein, komplett anders. Auch rote Zwiebeln, das ist schon mal wieder ein Pluspunkt. Rote Zwiebeln auch allgemein, ich finde, bei jedem Essen immer ein Mehrwert, immer. Gucken wir uns mal die an. Viel mehr Kräuter als bei den anderen drauf, also viel mehr gewürzt. Rewe versus Penny, jetzt erstmal im Ofen und gleich geht's zum Probieren. Hier ist die Penny-Pizza. So, und hier haben wir die Rewe-Pizza. Da kann man auch gut erkennen an diesem breiteren Rand, sage ich mal, wo weniger drauf ist. So, gehen wir mal snacken. Helles Brett ist Rewe, etwas dunkleres Brett, ich weiß nicht, ob man es genau sieht, ist Penny. Ich werde von jedem ein Viertelstück nehmen, dass ich am Ende eine Pizza gegessen habe. Egal wie dick ich bin, irgendwann platze ich auch. So, schneiden wir mal. Ich nehme natürlich zum Vorteil jeder Discounter-Pizza das für mich attraktivste Stück. So. So, das ist die Rewe-Pizza, damit starten wir. Schön kross. Richtig gut, gibt schöne Gewürze drauf. Probieren wir einfach. Was mir auffällt, was ich nicht so geil finde, kennt ihr dieses trocken Basilikum-Gewürz? Das ist halt viel drauf. Das mag ich nicht. Ich hätte mir da lieber Oregano gewünscht. Vielleicht ist auch ein bisschen Oregano drauf, aber es geht komplett unter diesem Basilikum-Trocken-Gewürz. Tomatensauce kommt nicht so gut durch. Teig schön knusprig. Ich mag das. Also ich habe die jetzt extra auf diese Stufe gebacken. Das sind natürlich TK-Pizzen. Dürfen wir jetzt natürlich jetzt nicht mit der geilen neapolitanischen oder der römischen Pizza vergleichen. Aber kostet trotzdem Geld, auch wenn günstig ist. Preislich kommt, sage ich hier noch was dazu. Das ist die Penny jetzt. Ein bisschen lascher, also nicht so ganz kross geworden wie die von Rewe. Kann jetzt auch am Ofen liegen, glaube ich aber nicht, weil ich habe so eine Funktion, dass der Ofen eigentlich komplett die gleiche Hitze zirkuliert. Aber ist jetzt erstmal kein Nachteil. Hat das gleiche Gewürz. Also ich befürchte, dass es die gleiche Pizza ist. Es ist die gleiche Pizza. Die von Rewe und Penny ist die gleiche Pizza. War aber auch naheliegend. Ist ja der gleiche Konzern. Aber ich habe trotzdem gedacht, gibt es Unterschiede, weil nur weil zwei Sachen vom gleichen Konzern ist, was wir ja gleich auch noch sehen, Lidl, gleiche Produktionsstätte wie die beiden, sieht aber komplett anders aus. Kann mir auch nicht vorstellen, dass sie gleich schmecken wird. Die sind okay, hau mich jetzt nicht um. Ich gehe natürlich mit dem Kopf ran. Discounter TK-Pizzen schmecken tatsächlich komplett gleich, sind auch wahrscheinlich die gleichen Pizzen. Gebe, ist ein guter Durchschnitt. Preislich liegen wir bei wie bei allen Pizzen bei ungefähr 1,80 pro Pizza, was den Preispunkt für beide sehr stark erhöht. Also ich gebe beiden für den Preis 4 Sterne, weil es ist schier unmöglich, eine eigene Selfmade-Pizza zu machen in dem Preis. Es ist wirklich sehr schwer. Es ist möglich, aber es ist schwer. Und deswegen kriegen die beide von mir 4 Sterne, wie die anderen beiden später auch natürlich, weil die genau gleich kosten. Geschmacklich würde ich sagen, etwas unter dem Durchschnitt. Deswegen gebe ich für Rewe 2 Sterne für den Geschmack. Und für Penny auch 2 Sterne für den Geschmack. Ich würde sagen, wir holen Lidl und Aldi. Die gehen jetzt in den Ofen und gleich gibt's Runde 2. Bis gleich. So, da haben wir einmal die Lidl-Pizza.
wo man natürlich sieht, dass es die Lidl-Pizza ist, weil keine roten Zwiebeln drauf sind. Und hier haben wir die Aldi-Pizza. Hier haben wir die heißen Pizzen. Da haben wir einmal die Lidl, einmal die Aldi-Pizza. Die Lidl-Pizza, wie habe ich gerade schon gesagt, sieht man halt direkt. Die haben keine roten Zwiebeln verwendet. Es sind aber Zwiebeln drauf, hat allerdings gewürfelt und nicht so in Scheiben. Kleine Würfel, aber weiße. Gucken wir mal, weil ich finde, auf eine Thunfischpizza gehören rote Zwiebeln drauf. Ist eigentlich ein Muss. Bin gespannt. Also tatsächlich kristallisiert sich so eine Linie so. Die haben gefühlt, glaube ich, alle das gleiche Gewürz drauf. Ich hoffe, hier ist es nicht so penetrant oder vielleicht ist es auch ein anderes. Gleiche Zeit im Ofen gewesen tatsächlich. Überall die gleiche Zeitangabe auch vorgegeben. So, hier haben wir einmal den Teig. Der ist viel heller, viel weicher. Außen scheint trotzdem knusprig zu sein. Das ist das Wichtigste. Wollen wir mal probieren. Konsistenz ist hier auch ganz anders auf diesen Pizzen. Ist viel matschiger, cremiger, zerfallender im Mund, als wenn man dieses Thunfisch, ich sage es jetzt mal blöd, mit einer Cremepaste, mit einem Frischkäse vermengt hat und dann so in Stückchen portioniert auf die Pizza gelegt hat. So zerfällt. Kennt ihr das, wenn man eine richtige Thunfischpizza isst? Man hat richtig diesen Fisch einfach. Ne? So diesen, du hast diesen Thunfisch im Mund, der hat eine Konsistenz. Nicht unbedingt jetzt harten Biss, aber du merkst, dass du auf etwas beißt. Und hier bei diesen TK-Pizzen bis jetzt verhält sich das alles wie so eine Art Creme. Das Gewürz ist hier nicht so penetrant, ist aber auch drauf. Dieses Basilikum-Trockengewürz, keine Ahnung. Ich liebe Basilikum auf Pizzen, aber nicht so. Ich sag gleich was dazu. Die ist schon mal viel krosser, was ich persönlich mag. Ich würde sagen, probieren wir mal. Merkt man auch direkt im Biss. Erste jetzt von den vieren, wo ich wirklich Tomatensauce schmecke. Thunfischkonsistenz wieder gleich. Dieses cremige, schwer zu beschreiben. Wenn ihr das isst und einfach eine Packung Thunfisch daneben, eine Dose Thunfisch daneben stellt und daraus isst, dann werdet ihr merken, was ich meine. Obwohl, gleiche Produktionsstätte wie die von Rewe und Penny, schmeckt die ganz anders. Die hebt sich wirklich auch von allen ab, die von Aldi jetzt. Die hat wirklich Geschmack. Die schmeckt wirklich lecker. Ich kann da jetzt keinen Unterschied rausschmecken. Die von Aldi ist aber tatsächlich die einzige, die keine Steinofenpizza war. Hatte ich vorhin auch erwähnt. Ey, die kann man echt machen. Die von Aldi ist wirklich nicht schlecht. Da würde ich echt sagen, dass man sagt, okay, die schmeckt mir auch. Die würde ich mir auch wiederholen so. Man muss dazu sagen, dass ich ewig lang keine TK-Pizzen mehr gegessen habe. Und wenn, dann mal, ich sag mal, greife ich schon zu den etwas hochpreisigeren, weil ich da einfach denke, es muss besser schmecken. Da habe ich auch diesen typischen dummen Kopf vielleicht auch, aber die kann man echt machen. Die kann man sich wirklich holen, die schmeckt wirklich gut. Habe schon das zweite Stück genommen, wollte ich gar nicht. Fruchtige Tomatensauce, die schmeckt man wirklich raus. Schönes Gewürz, die Zwiebeln geil, auch nicht dran gespart worden. Wirklich gut. Ich gebe der Aldi Pizza für Preis, genau wie allen anderen, 4 Sterne. Und für die Lidl-Pizza genau das gleiche gebe ich auch für den Preis 4 Sterne. So bei 1,80 pro Pizza und da kann man echt nicht meckern, also wirklich nicht. Kommen wir zum Geschmack. Lidl, marginal besser als die von Rewe und Penny, aber jetzt auch nicht herausragend. Hier gebe ich 2,5 Sterne für den Geschmack. Aldi, für mich heute der klare Sieger, gebe ich... Nichtsdestotrotz ist jetzt natürlich auch nicht die übertrieben heftigste Thunfisch-TK-Pizza, aber hebt sich schon mit einem ganzen Stern von den anderen ab, gebe ich 3,5 Sterne für Aldi. Heute Aldi, der Sieger. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Lasst mir in den Kommentaren da, was ihr als nächstes sehen wollt. Muss nicht nur Essen sein, wir können auch andere Sachen miteinander vergleichen.
Habe ich kein Problem mit. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten.